Hallo Leute, willkommen bei BastlerVOL Kanal. Heutiges Thema auf meinem Kanal ist Aquarium Außerheizer von Hüder. Wie bei allen anderen von mir verbauten Komponenten gilt hier eine Regel. Meine ganzen Zubehörteile gehören nicht ins Aquarium verbaut. Ich möchte mal mehr von Aquascape und Fische sehen, statt auf meinen Heizungsstab, CO2-Diffuser und sonstige Bauteilen zu schauen. Selbstverständlich gibt es ein paar Außenfiltermodelle auf dem Markt, die mit einer integrierten Heizung ausgestattet sind. Kostenunterschied ist aber so groß gewesen, dass ich mich für einen Durchlauferhitzer entschieden habe. Meine kostet nur 35 Euro. Anklemmen funktioniert ganz einfach. Ich habe ein kleines Unterschrank, deswegen musste ich die Schläuche in einen kleinen Bogen verbauen. Hier muss ich mal bemerken, JBL-Schläuche halten diesen kleinen Biegeradius besser als die Meterware aus dem Aquaristikbereich, die jeder kennt. Diese hier knicken beim kleinen Biegeradius. Ihr merkt schon, bei mir sind noch zwei andere Komponenten verbaut, CO2-Diffuser und Wassernachfüllanlage. Links sind in Beschreibung eingefügt. Es gibt hier bei diesem System einen Nachteil, das muss ich mal unbedingt erwähnen. Beim Schläuchereinigen muss man das ganze Werk abbauen und reinigen. Und das ist nicht gerade bequem. Also, sollt ihr noch nicht einen Außenfilter besitzen und sucht gleichzeitig nach einer externen Heizung, überlegt euch die Umstände, die damit verbunden sind. Ich bin mir sicher, dass ein oder andere zum Außenfilter mit integriertem Heizstab greift. Dann hat dieses Gerät noch eine mehr oder weniger kleine Marke. Der von Hersteller gedachte Befestigung ist in meinem Fall absolut unnützlich gewesen. Wenn man den Gerät auf den Bügel aufhängt, würde die Schläuche das ganze Werk stark verdrehen. Deswegen habe ich ein eigenes Befestigung entwickelt. Wer mit solchen Befestigungen nicht zufrieden sein sollte, kann meinen benutzen. Vorausgesetzt, man besitzt 3D-Drucker. Ich habe zwei Dateien hochgeladen. Die eine ist in STL-Format, also fertig fürs Laserprogramm und somit fertig zum Drucken. Ein anderes Datei steht euch frei zur Verfügung. Wenn jemand hier noch was verbessern will, greift ruhig zu. So ein Bügel hat übrigens nicht nur Hüder entwickelt. Genauso hat JBL seine Befestigung entwickelt. Also, mein Halter ist zum Aufkleben und zum Dranschrauben gedacht. Sollte jemand einen Verbesserungsvorschlag haben, schreibt ruhig in den Kommentar rein. Gesteuert wird mein Durchlauferhitzer über WLAN-Steckleiste. Wobei bei der Heizung spielt diese Art von Aquariumsteuerung überhaupt keine Rolle. Hier muss man nicht wie bei Licht- oder Wassernachfüllanlage die Zeiten einstellen. Wenn der Durchlauferhitzer auf 25 Grad eingestellt ist, schaltet er von alleine an oder aus. Im Vollen und Ganzen bin ich mit meinem Gerät zufrieden. Günstig, nicht zu groß, eine absolute Kaufempfehlung von mir.